Hammermäßig! Es wird so lustig, wenn die Frauen reihenweise ausbrechen. Wenn die Frauen reihenweise weglaufen. Die Frauen meine ich. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo im Franchise-Modus der Beta. In den letzten paar Folgen haben wir schon fachliche Kompetenz in geometrischer Fachwissenschaft bewiesen, indem wir versucht haben, eine Glaskuppel zu bauen aus den geometrischen Glaskörpern. Hier haben wir jetzt uns für die Dreiecke, für die gleichseitigen entschieden und haben daraus jetzt eine Kuppel gebaut, in der wir jetzt Pfauen unterbringen wollen. Und wir sind jetzt hier gerade noch dabei, die Gehegegrenzen zu definieren und den Pflegereingang hier so abzutrennen, dass die Tiere da nicht einfach rausschlüpfen können, weil das Ganze muss natürlich auch ausbruchssicher sein. Ich finde das so dämlich, dass man keine Glastüren benutzen kann irgendwie. Oder? Das ist irgendwie ein bisschen schade. Alles andere kann man auf Glas umstellen, nur die blöden Türen sind immer aus Metall. Warte mal, das machen wir nochmal weg hier. Das ist hässlich. Und das machen wir auf unsichtbar. Ich möchte das hier gerne ein Stückchen darüber schieben. Okay. Leicht problematisch, aber geht noch. So, und jetzt möchte ich bitte von da, ja, mit einer geraden Linie da rein. Perfekt. Und jetzt möchte ich hier, mit diesem Pfosten, möglichst nah daran. Genau. Und jetzt möchte ich mit diesem Pfosten das Gleiche tun. Ja, fast. Okay, da müssen wir hier vorne nochmal ein bisschen spreizen. Warum nimmt er denn da... Ah, nachher, warum nimmst du denn da gleich die ganze Tür mit? Ah, krieg ich auch eine Krise hier. Okay, ja, bitte, dann setzt da nochmal so ein Ding ein und dann machen wir das so. Das sieht doch gut aus. Das gleiche machen wir jetzt hier. Stückchen rüber. Ja, da. Na, da, da, da. Du, du, du. Na, da, da, da. So. Ja, ist okay so. Komm. Es ist Käse so. Ist echter Käse so. Warte, hier ein bisschen nach vorne. Wunderschön. Naja, wunderschön. Ist relativ. Aber ich glaube, damit kann ich leben. Sagen wir es so. Ist ein bisschen hässlich hier, aber es ist eh hier über, an diesem Übergangspunkt. So, jetzt können wir das an sich hier noch ein bisschen höher ziehen. Das muss ja nicht so... Obwohl, es ist eigentlich egal. Es sind Straußen. Die können ja eh nicht fliegen. Ach, nicht Straußen, meine ich. Pfauen. Es sind doch Pfauen. Die können eh nicht fliegen. So will ich das sagen. Warte mal. Was ist denn, wenn wir das dann hier einfach ein bisschen niedriger ziehen? So. Und das hier auch. Dann sieht es nicht so hässlich aus vielleicht. Markiere den Pfosten. Markiere den Pfosten. Den Pfosten. Soll jetzt den Pfosten... Ja. Jetzt runterziehen. Genau. Nice. So, ich glaube, die Pfleger können da einfach durch die Strukturen tatsächlich durchlaufen. Aber wir machen den trotzdem mal auf. Geh mal raus hier aus der Dings. Genau, und jetzt editieren wir das mal und löschen mal einfach das und das und das und das. Und das vielleicht auch noch. Genau, warte mal. Genau, dann können wir das ja hier. Den Teil hier von der Barriere. Den ziehen wir dann einfach noch ein Stück rüber. Barriere, sagte ich. Nimm das. Nimm den Schniepel. Nimm den Schniepel. Genau. Nimm den Schniepel dahin. Nimm den Schniepel dahin. Genau. Nimm ihn dahin. Wie man das falsch auslegen kann, was ich hier wieder sage. Den Schniepel, nimm den Schniepel. Den Schniepel. Nimm den Schniepel dahin. Nimm ihn dahin. Genau. Nimm den Schniepel. Nimm ihn dahin. Sehr schön. Haben wir irgendwo eine Überschneidung, die dazu führt, dass ein Tier rauslaufen kann? Ich glaube nicht.
Müsste alles cool sein eigentlich. Ja gut, dann rein mit den Tieren, würde ich sagen. Also ja, erstmal brauchen wir natürlich Tiere. Wir brauchen erstmal Pfauen. Wir brauchen mal ein paar Frauen, Pfauen. Ah, die gibt's auch noch für Geld. Bargeld. Oh, ein Weibchen für Geld. Ja, gleich kaufen. Mach es. Ja, wir haben schon den ersten. Nice. 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 Er soll lang mal wieder ein Tier für Geld bekommen. Ich werd wahnsinnig. Glücksgefühle. Echte. So, dann noch Arterhaltungspunkte. Komm, wir haben noch 300. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Ach, guck mal, die sind schön billig hier. Haben wir nicht irgendwie was Schönes mit viel Fruchtbarkeit irgendwie? Oder halbwegs Fruchtbarkeit, was noch ein bisschen jünger ist vielleicht? Irgendwie ein Männchen oder so. Ja, hier sowas. Guck mal. 5,2 Jahre, 5 Arterhaltungspunkte. Nimm ihn. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was die Pfauen so brauchen. Hier haben wir auch noch ein Weibchen. 10 Jahre ist ein bisschen alt, war. Oh, das ist. Na, das ist nicht gut. Hat wenig Fruchtbarkeit. Wir wollen schon, dass die sich auch vermehren können, ja. 12 Jahre ist ein bisschen viel. Bisschen sehr alt. Aber ich meine, ich weiß nicht. 5,5 Jahre. Größe ist schlecht. Fruchtbarkeit ist gut. Trisha, komm, nehmen wir auch noch. Gut. Was ist mit ihm hier? 750 Bewertungen. Oh, der ist gut. Arista. Nee, Agaista, komm. Nehmen wir das mal. Ich möchte mal wissen, was brauchen die eigentlich genau? Also wie viele Artgenossen und so. Blauer V. 5 bis 20. 4 Männchen und 16 Weibchen. Gruppengröße, partnerlose Männchen. 5 bis 4. Männchen sind territorial. Wie viel Platz brauchen die denn? Die brauchen 312 Quadratmeter. Sind das 312 Quadratmeter? Bestimmt, oder? Ich denke mal schon. Okay. Dann, ich weiß nicht, die schicken wir mal gleich rein. Mir fällt gerade noch was ein. Wir müssen ja noch den Zugang für die Besucher machen. Wir können ja auch ins Pfauengehege Besucher reinlassen. Fällt mir gerade mal so ein. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Das heißt, wir müssen nochmal bei Barrieren reingehen und dann sagen wir hier Gästetor. Guckt euch das mal an, wie geil das ist. So, und das setzen wir jetzt natürlich schön mittig hier. Bam. Wo ist es jetzt? Ah, da. Wo gerade da? Und hier hinten auf der anderen Seite machen wir den Ausgang. Und das setzen wir auch wieder schön mittig. Genau. Dann legen wir da einen Weg durch. Wege. Und zwar. Was nehmen wir denn da für einen Weg? Was ist Baumrinde? Ja, warum nicht? Und dann ohne Begrenzung hier. Aber nicht 90 Grad Winkel. Weg mit Bordstein machen wir mal aus. Geländer an erhöhtem Weg. Ja, das lassen wir mal an. Genau, dann würde ich das jetzt einfach mal so. So außenrum würde ich das einfach mal führen, so ein bisschen. Und dann einmal mittendurch vielleicht. So. So, dass das halt so ein bisschen so ein Dreckweg ist einfach. So, dass das ein bisschen wie eine Biosphäre aussieht einfach. So. Genau. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Wunderschön. Also ich weiß nicht, ob das hier zählt. Ich weiß auch nicht, wie gut die Idee ist, hier das so zu bauen. Ich will mal gerade ganz kurz nochmal schauen, ob wir hier noch irgendwie noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Vielleicht, warte mal, wenn ich das hier nehme. Ah, okay, warte, kann ich das nach oben kippen? Ja, kann ich. Ja, warte mal, genau. Oh ja, Mann, wenn wir das so machen, auf jeden. Dass wir die Tür da so reinnehmen noch. Voll gut. Und dann hier, warte. Ja, ist okay. Nimm das. Nimm das. Nimm es weg. Habe ich das jetzt zweimal platziert? Nee, habe ich nicht. Genau. Ah ja, doch, habe ich. Genau, das rausnehmen.
Und dann da oben dran. Genau. Meine lieben Freunde, genau. Es wird einfach der Wahnsinn. Ja. Sauber. Hervorragend. Ausgezeichnet. Warte, das können wir dann so ein bisschen schräg machen. So. Wie geil das einfach ist. Nein, was hat er jetzt gemacht? Hat er noch eins gesetzt? Nein! Nein! Warum? Ich habe den Haken wieder nicht gedrückt. Scheiße, ich hasse das. Diesen Haken, ne? Habe ich schon erwähnt, dass der Haken der Endgegner ist. So, jetzt Haken drücken. Mann! Der blöde Haken immer. Es gibt immer einen Haken. Genau, jetzt machen wir das einfach so. Und dasselbe auf der anderen Seite. Oder warte. Wenn wir jetzt hier einfach... Genau. Jetzt können wir das so machen. So. Und dann so. Dann X. Dann wieder nach unten ein Stück. Genau. Ja. Warte. Mal gucken, ob es auch... Ja, ein bisschen runter noch. So. So. Nee, bisschen hoch wieder. So. 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 Yes! Geilomat! Geilomat. Und jetzt löschen wir einfach das weg. Das weg. Ja! Und wir haben den Zugang gebaut. Das ist schon geil. Ja gut, das müssen wir jetzt auf der anderen Seite natürlich... Warte mal. Das nehme ich jetzt einfach. Und kopiere das einfach rüber. Clever! Es ist so intelligent. Das gibt's gar nicht. Das kann einfach nicht wahr sein. Die Intelligenz greift um sich. Rette sich, wer kann. Yes! Yes! Hammermäßig! Es wird so lustig, wenn die Frauen reihenweise ausbrechen. Wenn die Frauen reihenweise weglaufen. Die Frauen meine ich. Sauber! Wie geil das einfach ist. Ein Wahnsinns-Frauengehege. Frauengehege. Mann! Das ist aber auch ein Scheiß. Eine Scheiß-Zungenfalle ist das aber auch. Warte. Ich brauche Weg mit Bordstein wieder. Das ist so ein tolles Pfauengehege. Ein Pfauengehege. Ich habe nie was anderes behauptet. Niemals. Escape the Dome, genau. Das ist the Dome, meine lieben Freunde. So, bam, hier. Weißt du Bescheid? Ach ja, genau. Der Weg innen ist ja schon durchgelegt, genau. Ach, ist das geil. Ist das geil, ist das geil. Ich freue mich so. Ich habe so lange daran gebastelt, meine lieben Freunde. Ich habe so lange daran gebastelt. Ach, das ist geil. Das ist schön, so schön, so schön. Okay. Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Jetzt nicht eskalieren. Atmen, ganz ruhig. Ganz chillig. Wir brauchen noch einen sicheren Unterschlupf. Glaube ich. Aber egal. Den lassen wir erstmal. Ich schicke jetzt die Tiere da rein. Send in the Vs. Send them in. Bring them on. Put them on the table. Come on. Do it. Do it now. Do me more. I want more V. I want more V in my dome. In my pretty dome. Give it to me, baby. Give me V, baby. Yes. Jetzt pass auf. Jetzt werden die rangeschleppt. Ach, ist das geil. Ist das geil, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Schade, dass man da nur diese Holztüren für die Besucher benutzen kann. Mad Max jenseits der Donnerkuppel. Zwei V'en gehen rein, ein V geht raus. Wisst ihr Bescheid, meine lieben Freunde? Ja! Oh, ist das geil! Es ist so toll. Was haben wir denn hier mittlerweile? Ah! Kalam!
Mehrere Gebäude können mich. Westafrikanischer Löwe ist immer noch verletzt. Ist immer verletzt. Ich ahne, dass es gleich zum ersten live übertragenen Massensuizid von Pfauen kommt. Nein. Nein, die laufen einfach durch die Gehege raus. Die laufen einfach straight da durch. Pass auf. Das wird passieren. Umbringen werden die sich nicht, aber die werden einfach straight rauslaufen. Das zählt wahrscheinlich nicht als sichere Mauer hier. Oder die finden irgendwo eine Lücke, wo sie raus können. Das wäre viel lustiger, ey. Ohne Witz. Einfach hier so an den Lücken. Hier, guck mal, hier ist doch so eine Lücke da. Da können sie so einfach raus, glaube ich. Das wird jetzt mega interessant sein, zu sehen, ob die da drin bleiben oder nicht. Vielleicht sollte ich das hier sicherheitshalber doch noch schon mal ein bisschen noch mal ein bisschen drehen. Scheiße, es geht nicht. Muss ich gerade mit Entsetzen feststellen. Egal. Vielleicht da doch noch irgendwie Glas drumherum bauen. Wenn die da abhauen, ja, dann müssen wir da halt Glas noch reinfügen an der Stelle, wo die Tür ist. Oh, da kommt der Erste. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin so gespannt. Hui. Blauer V. Eine blaue Frau ist angekommen. Ja, und du? Geh mal ein bisschen rum und guck mal. Guck dich mal um. Ah, cool, wie die Bewegung gemacht haben von denen. Warum friest das so? Oh Gott, vielleicht sollte ich auch mal speichern mal wieder. Jetzt ein Absturz wäre halt ein bisschen übel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ein bisschen. Ein kleines bisschen übel wäre das. Die machen die Bewegung von den Vögeln. Die haben die ja echt richtig gut hinbekommen. Guckt euch das mal an. Dieses Ruckartige. Das sieht voll natürlich aus. Das sieht überhaupt nicht komisch aus irgendwie. Hilfe. Vielleicht sollte ich dir noch was zu essen geben. Vielleicht sollte ich ihnen einfach keinen Grund geben, abzuhauen. Vielleicht sollte ich ihnen Lebensqualität bieten. Könnte schlau sein. Also, filtern wir doch mal nach Art und sagen, blaue Frau, was will die denn drin haben hier? Ah ja, eine Wühlstelle. Eine Stühlwelle. Und dann wahrscheinlich auch Schlafplätze. Wahrscheinlich eher kleine. Bauen wir die mal eher so hinten auf, wo die Besucher nicht so hinkommen. Mal 4 Stück. Wir haben 4 Pfauen. Da kommen wir mal 3 draus. Und jetzt noch eine Tränke. Saufen sollen sie ja auch. Müssen ja schön blau bleiben. Sonst verlieren sie ja ihre Farbe, wenn sie nicht saufen. Genau, und dann hier Springgeller. Und Futterschale, genau. Futterschüssel groß. Hervorragend. Und was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich für Gelände? Okay, weniger Gras, mehr Erde. Dann geben wir das denen doch mal, wa? Geben wir denen mal hier hinten, da wo sie leben, geben wir denen mal ein bisschen Erde. Und hier um ihre Dreckfritze drumrum geben wir ihnen auch mal ein bisschen mehr Erde. Und hier um den Weg hier rum, hier machen wir auch Erde. Vielleicht so ein bisschen schwere Erde. Dann fällt der Weg nicht so auf. Dann geht er ein bisschen unter, der Weg. Wäre irgendwie nice, wenn man jedes Tier in so einer unterschiedlich großen Kuppel halten würde, wa? Irgendwie, ich habe so voll den Sci-Fi-Zoo gerade vor Augen, ey. So voll nur mit Kugeln und Kuppeln und irgendwelchen Zylindern aus irgendwelchen Strukturen und irgendwelchem Glas und... Boah! Ja, gut, gebt mir noch 5 Jahre, dann habe ich das ungefähr dann geschafft. Es hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert, diesen Dom hier zu bauen. Aber darf ich mal sagen, wie geil das ist, wenn man sich da drin umguckt? Alter, das ist voll cool. Voll wie so in so einer Marskolonie irgendwie. Voll genial, Mann. Voll genial, Mann. Und da ist die Bahn. Die Mars-Express-Bahn ist da hinten. Die Elon Musk ist da hinten und fährt ihre Runden. Der Wahnsinn. Vielleicht mal Play drücken und mal gucken, wie sich der V fühlt.
Ja, der fühlt sich schon besser. Was brauchen die eigentlich für Pflanzen? Gar keine, okay. Nee, also man kann denen auch Pflanzen ins Gehege stellen, aber sie wollen grundsätzlich erstmal keine haben. Ich schau mal, Natur, was wollen sie denn? Asien und gemäßigt, wa? Kontinent, asiatisch, gemäßigt. Ach, so ein paar Blümchen hier. Komm, kriegen wir so. Oh, ah, lala. Oh, ah. Hier so am Eingang kriegen sie ein paar. Und so kleine Bäume. Reinbauen. Nein, nur kleine Bäume. Drosselbeerschlauch, genau. Und hier auch nochmal so Blümchen. Schöne Blümchen. Was ist das? Bergahorn? Ja, warum nicht eigentlich? Na, geht noch hier, da geht noch was. Boah, so Efeu hier langlegen an den Glasdingern. Warte mal. Das wäre auch irgendwie nice. Aber dann müsste das so ein hochwachsender Efeu sein hier. So einer. Ich eskaliere schon wieder mit dem Gestalten. Haltet mich auf. Haltet mich bitte auf. Bitte haltet mich auf. Schnell. Jemand muss mich stoppen. Irgendjemand muss mich stoppen. Ja, warum eigentlich nicht? Kann man machen. Hat auf jeden Fall was. Aber mal jetzt nicht über die ganze Länge. Könnt ihr vergessen. Hier lieber noch ein paar Brennnesseln und so. Lieber hier so am Rand ein paar Brennnesseln einfach. So ein bisschen, so ein paar wenigstens. Ich glaube, das wird schon zu viel jetzt tatsächlich. Man muss da echt aufpassen, dass man den Faunen nicht zu viel Vegetation reinstellt. Vielleicht noch so ein Stumpf. Gucken wir mal, wie fühlen sie sich denn? Es gibt keine Pflanze, die jetzt irgendwie negatives Wohlbefinden macht oder so. Ah, ist doch schön. Ist doch nice. Eine schöne Biosphäre. Vielleicht noch ein bisschen Wasser? Ich weiß jetzt nicht, ob die Wasser haben wollten. Wollten die Wasser haben? Nee, wollten sie nicht. Oh, warte mal. Langes Gras ist immer noch zu viel und kurzes Gras ist noch zu wenig. Machen wir hier mal noch ein bisschen Kurzgras. Und noch mehr Kurzgras. Kotzgras. Auch mehr Kotzgras. Jetzt passt es. Wunderschön. Jetzt freuen sie sich. Und da kommt gleich der nächste. Yay! Ein neues Tier ist angekommen. Blauer V. Ein Geräusch. Boah, richtig agil hier. Guckt euch das mal an. Ist ja Wahnsinn. Es ist so wunderschön. Guckt euch das an. Ein V. Rennt hier durch den Baum. Er ist durchgeglitscht. Durch den Baum. Sie sind so niedlich. Lol, wie man nebenan die Löwen brüllen hört. Ist auch ein bisschen beängstigend für so einen V, glaube ich. Wie er sich schon umguckt. Voll panisch. Ich hörte etwas, eine doofe Miezekatze. Oh, willst du jetzt brüten? Wie er mich anguckt. Und da kommt der nächste. Wie die sich auch schütteln, finde ich echt gut, wa? Wie dann so der untere Hals da noch so ein bisschen mitschwingt. Das sieht echt präzise animiert aus, ey. Ohne Witz, das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Das muss man einfach mal sagen jetzt, wie die animiert sind. Das ist wirklich mega gut einfach. Oh, ich hoffe, die schlagen einen Rad, ne? Also, ich meine jetzt, ich hoffe, die Männchen machen dann ein Rad auf, so. Oh nein, es freest. Oh Gott. Hier ist ein Männchen. Das erste Männchen ist da. Das erste Männchen. Guckt es euch an. Bitte mach ein Rad, bitte mach ein Rad. Bitte mach ein Rad, ein schönes. Komm, ich bin ein Weibchen, mach ein Rad. Mach bitte ein Rad. Los. Du weißt wie. Ja?
Das ist auch cool, wie er sich das Gefieder so sauber macht. Wie auch jede einzelne Feder irgendwie gefühlt da dargestellt wird, oder? Das ist schon mega krass, ey. So ein gutes Spiel einfach. So ein gutes Spiel. Ja, wir sind auf dem Mars, meine lieben Freunde. Der Elon Musk hat's geschafft, der ist angekommen. Und er hat Pfauen mitgebracht, die sich dann auf dem Mars vermehren. In Glaskuppeln. Wir sind eindeutig in der Zukunft angekommen. Handstand können sie auch. Okay, ja, danke für den Hinweis. Finde ich gut. Ja, jetzt sitzt der hier so. Und macht nichts. Dieses Zucken finde ich einfach genial. Das ist so typisch vögelig. Das ist so richtig vögelig. Und auch dieses Picken, dieses so, wie er so, sich so umguckt und so. Das ist richtig vögelig. Schon lange Zeit eingesperrt. Alle Tiere aus der Box holen. Kümmert sich bitte mal jemand um meine verletzten Löwen? Das ist ja nicht mehr feierlich hier. Ah, okay. Er ist auf jeden Fall in der Box. Schon lange Zeit eingesperrt. Da müssen wir die Tiere auch wieder rausholen. Wunderbar. Ja, Wahnsinn. So, ich hoffe, die fühlen sich jetzt so wohl, die Faunen, dass sie hier jetzt auch mal Kinder machen. Müssen wir mal gucken. 5 Jahre sind die ja alt. Soziale Gruppe. 4 Tiere. Wir brauchen noch mehr Tiere, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen noch einen V. Also, ich muss echt sagen, ich finde das gut wie vögelig, die die hingekriegt haben. Blauer V, genau. Und jetzt? Preis? Vielleicht... Ah! Wie war das? Ich kann mehrere Männchen haben, ne? Ja, dann... Warte mal, 6 Jahre. Nehmen wir den noch mit reinkommen. Kostet nur Geld. Den können wir uns leisten. Genau, rein damit. Ist da noch einer, der noch nicht abgeliefert wird? Ach ja, stimmt. Den müssen wir noch reinlegen. Hier rein. Genau, und jetzt nochmal. Oh, es gibt Kaffernbüffel. Warte mal, für Geld. 7 Jahre. Der ist, glaube ich, ganz gut. Aber wir haben schon so viele. Eigentlich brauchen wir keine mehr. Wir haben Nachwuchs ohne Ende eigentlich. Aber gut, für Geld, ich nehme einfach. Ich kaufe einfach mal. Für Geld nehme ich alles. Blauer V. Für Geld, bitte. Eine blaue Frau für Geld. Nein, blauer V für Geld, meine ich. So rum. Ihr wisst, wie ich das meine. Vielleicht mal wirklich die Arterhaltungspunkte mal ausschalten nochmal. Okay, gibt's gerade keine. Vielleicht immer mal so anschalten, ausschalten. Ich würde euch noch ein Weibchen gerne mal holen noch. Einfach nur für die Gruppengröße. Gibt's denn Weibchen irgendwie noch? Irgendwie mehr Weibchen? Ja, gibt es natürlich. Alter, was? Ein V für 10.000? Was für ein V ist denn das bitte? Hier gibt's ein Weibchen. Gleich holen. Für Geld auch noch. Geil. Gleich reinsetzen. Na, sauber. Jetzt gucke ich mal allgemein, was es noch so für Tiere für Geld gibt. Wahrscheinlich nicht mehr so viele. Bargeld. Tapire gibt's, Straußen gibt's, Schwarzbären gibt's, Grizzlies gibt's, Zebras gibt's. Oh, warte mal. Oh ja, warte mal. Das können wir gleich mal holen. Wolf gibt's. Aber wir haben ja 2 und die vermehren sich auch. Wölfe dürfen eh nicht so große Gruppen haben, glaube ich. Also eher Weibchen noch vielleicht. Könnte schlau sein. Ja, das war's auch schon wieder, ne? Die ist 4 Jahre alt. Komm, die holen wir jetzt. Genau. Preis. Da sind wieder neue Tiere drin. Blauer V. Ein Weibchen. Ja, komm, für Geld. Was soll's? Geld haben wir genug. Geld haben wir wie Heu. Wenn wir eine Sache haben, dann ist es Kohle. I shit you not. Vielleicht auch mal wieder ein Wildhund. Auch mal holen hier. Frontier Zoo, das ist einer von den generierten. Katas haben wir hier. Ich finde das gut, dass mal wieder ein paar Tiere angeboten werden. Wäre natürlich auch mal nice, wenn mal wieder so Löwen und sowas da kommen würden, aber... Aber naja.
Gut, dann setzen wir jetzt die Faunen noch ein, die wir jetzt bekommen haben. Die beiden Weibchen auf jeden Fall. Verlegen. Tu es. Genau. Genau, du auch. Nice. Lass mal das mal laufen. Ja, dann setze ich noch das Zebra ein. Auf jeden Fall. Das kommt hier drüben ins Savannengehege. Genau, Tierhandel. Wo ist das Zebra? Hier ist das Zebra. Verlegen. Wunderbar. Und jetzt noch die Wölfe. Oder den Wolf. Ah ja, den Hund auch noch. Vielleicht gibt es ja dann endlich mal Nachwuchs. Aber ich glaube, unsere Hunde sind schon wieder so alt, dass die schon wieder keinen Nachwuchs zeugen. Da bräuchte ich wahrscheinlich noch ein Männchen mit drin. Verlegen. Genau, Wildhund. Den Kaffernbüffel Dalili, genau, den können wir auch reinsetzen. Also jetzt nicht hier rein, aber hier ins Savannengehege. Und dann haben wir noch. Genau, den Wolf noch. Tu es. Nicht hier rein, sondern hier oben zu unseren Wölfen ins Wolfsgehege. Genau. Gut, das müssen jetzt unsere Tierorganisatoren erstmal hinkriegen. Ja, Wahnsinn. Boah, wie cool diese Kuppel ist einfach. Wie schön die aussieht, so von oben. Es ist schon irgendwie geil, was man alles machen kann, oder? Was man alles so machen kann, meine lieben Freunde, was man alles machen kann. Ist so toll. Es ist einfach so toll. Da habe ich direkt gegen das Mikrofon. So. Hervorragend. Ich bin mal gespannt, ob die Faunen sich auch vermehren. Wir müssen mal wieder forschen. Warte mal, fällt mir gerade mal so ein. Forschung. Wird gerade geforscht. Ja, sieht so aus. Technikforschung wird auch geforscht. Oh, ist fast fertig. Verzeihung. Bald haben wir Solarkollektoren, wie es aussieht. Können wir ja dann hier um die Sphäre drumherum stellen, eigentlich. Mehrere Probleme mit Gebäuden. Erzähl mir mal was Neues. Wie aber diese Sphäre einfach mal auch schon wieder aus 1000, 1000, was waren das? Nee. 806 Elementen besteht. Ein neues Tier ist angekommen. Blauer V. Und gleich noch einer. Jawohl. Jetzt müsste es eurer Gruppe doch eigentlich gut gehen, oder nicht? Sechs Tiere sind jetzt in der Gruppe. Jetzt geht's denen gut. Sozial. Ja, Kaisha, westafrikanischer Löwe ist trächtig, sauber. Nice. Wunderbar. Veterinärforschung auch abgeschlossen. Und jetzt kommen hier die Faunen rein. Jetzt kommen hier endlich die Faunen in die Kugel. Wölfe, genau. Jetzt haben wir für die Wölfe. Genau, stimmt. Das wollte ich euch auch nochmal sagen. Ganz wichtig, das habe ich in einer Aufnahme, die ich nicht gestreamt habe, schon erwähnt. Das wurde mir jetzt häufiger gesagt in den Kommentaren auf YouTube. Ihr könnt, wenn ihr auf die Gehegetüren klickt und dann hier unter diesem Symbol bei Gehegeinhalt schaut, die Qualitätsstufe von eurem Futter hochstellen. Für alle, die sich wundern, warum die Tiere manchmal bei Futterqualität nicht zufrieden sind, ja, da könnt ihr das beeinflussen, bei diesem Parameter. Und jetzt haben wir das bei den Wölfen, glaube ich, auch. Das heißt, denen kann ich jetzt, glaube ich, auch höherwertiges Futter geben. Wir haben jetzt ja gerade geforscht. Müssen wir mal schauen. Genau, wir sind jetzt hier nämlich auf Stufe 2. Guck mal, jetzt kann ich von Stufe 1 auf Stufe 2 stellen. Das ist dann teurer, aber die Tiere sind zufriedener, wenn sie das bekommen. Und es geht bis Stufe 3, glaube ich. Zumindest in der Beta. Bei den meisten Tieren geht es auf jeden Fall bis Stufe 3. Genau, haben wir noch Technikforschung? Nee. Und an der Stelle ist diese Folge Planet Zoo auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos auch zu Planet Zoo, aber auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Planet Zoo im Franchise-Modus der Beta. Bis dann, ciao, ciao.